Wie waren denn die ersten beiden Saisons für euch? Zach. Ja, ich glaube, eine Hüttenübernahme ist immer heftig. Wandern und Bergsteigen ist wieder richtig in bei der Jugend. Voll. Das sieht man auch, glaube ich, ein bisschen daran, dass es immer mehr junge Hütten wird's leicht gibt. Oder? Und dann haben wir teilweise Gäste, die sagen, die sind vor 60 Jahren das letzte Mal hier gewesen und wir hätten das fast nicht wiedererkannt, weil in 60 Jahren sich einfach so viel mit dem Gletscher getan hat. Schmeckt's da? Ja. Das ist so lecker, ich meine, schau's dir an. Wir achten schon sehr darauf, dass wir ein Team haben, das zusammenpasst, dass sie neben der Arbeit auch Spaß haben, weil es halt doch unser aller Sommer hier oben auch ist. Wenn dann derjenige wieder geht oder diejenige, dann fließen manchmal auch Tränen. Dann fließen dann manchmal Tränen, ja. Maike, Flo, ihr seid die Hüttenwitz-Leute der Berliner Hütte. Mhm. Ihr seid jetzt zur dritten Saison, glaube ich, da, gell? Genau, ja. Könnt ihr uns vielleicht mal zum Anfang so ein bisschen was über die Hütte erzählen? Ja, also die Berliner Hütte wurde 1878, 79 erbaut. Ist dann relativ schnell groß geworden, also so wie die Hütte sich in den jetzigen Stand befindet, ist sie seit 1910. Das hat alles seinen eigenen Namen, wie das Haupthaus, Logierhaus, Bergführerhaus, altes Waschhaus, Winterhaus. Genau, das befindet sich alles um die Hütte. Und das hat dann auch ergeben, wieso die Hütte so groß ist. Also sie wurde ursprünglich ein wenig als Hotel gebaut. Wenn man bedenkt, dass in den Anfangsjahren jedes Zimmer einen eigenen Kaminanschluss gehabt hat, mit Zimmerservice. Und es hat sogar, die Zimmermädchen haben Nachttöpfe und frisches Wasser ausgeleert und gebracht. Eine Schusterei gab es, eine Poststelle gab es. Es war schon eher luxuriös geplant damals. Eine von den ersten Hütten, wo es eine Telefonverbindung gehabt hat. Also ich glaube, gefühlt noch früher wie Ginzling selber. Nein, eigentlich nicht. Es war früher so, dass die Gäste wirklich da Urlaub gemacht haben und nicht nur wie jetzt viele nur eine Nacht da sein, sondern über mehrere Wochen sogar. Wie viele Leute passen dann letztendlich bei euch rein? Ich meine, es schaut echt groß aus. Also wie viel tausend Leute? Ja, also im Endeffekt 140. Also wir haben 140 Nachtler, wenn wir komplett ausgebucht sind. Wenn jetzt eine Schulklasse oder eine große Gruppe da ist, dann passen die noch ins Winterhaus darunter. Dann sind es noch mal 30 mehr. Aber damit jeder irgendwie einen feinen Aufenthalt hat und irgendwie eine gute Zeit, sind es 140. Die passen dann auch gut in die Speisesäle, dass jeder irgendwie ein bisschen Platz hat zum Essen. Ist das schon öfter vorgekommen, dass ihr einfach voll wart ausgebucht? Das ist jetzt in letzter Zeit, also seitdem wir da sind, nicht vorkommen, dadurch, dass seit Corona die meisten Gäste einfach online reservieren, hat man da eigentlich einen ganz guten Überblick. Das ist der Anteil, die so vorbeikommen, kriegen auch noch einen Platz, aber das hält sich mittlerweile wirklich in Grenzen. Dritte Saison seid ihr jetzt, gell? Mhm. Wie waren denn die ersten beiden Saisons für euch? Zach! Ja, ich glaube, eine Hüttenübernahme ist immer heftig. Also es ist ganz egal, wie groß die ist, es ist einfach so sau viel zum Lernen. Und bei der Hütte halt nochmal vielleicht ein bisschen mehr wegen Personalführung, was noch dazu kommt, was vielleicht an anderen Hütten kleiner ist. Aber auch einfach wie auf jeder Hütte sowas mit Kraftwerk und Stammgästen, einfach wie so ein Ablauf läuft, das dauert, das braucht einfach seine Zeit. Und 4 Monate Saison ist jetzt auch nicht so lang, dass man da irgendwie mega in den Rhythmus kommt, dass man sich's merkt. Also es braucht einfach ein paar Saisons, bis man so einen Ablauf drin hat. Die erste Saison war ein gutes Beispiel. Wir haben dann gleich mal unseren Lieferweg sozusagen. Der war weg wegen dem Unwetter. Mhm. Und dann haben wir schnell auf Hubschrauberlieferung umschwenken müssen. Hat dann auch funktioniert, aber es sind dann schon Herausforderungen. Mhm. Wo man dann die eine oder andere Nacht nicht schläft, aber es passiert halt viel das erste Mal. Also jetzt in der dritten Saison kommt schon viel, was schon mal passiert ist. Aber zu uns wurde auch, bevor wir übernommen haben, mal gemeint, nach der dritten Saison macht es das erste Mal richtig Spaß, weil man dann alles mal hatte. Also davor ist halt alles immer neu und nach der dritten Saison
hat man dann alles irgendwie mal erlebt. Also ich finde es auch eben mega spannend. Ich meine, ihr seid super jung, die Hütte ist echt groß. Wie seid ihr denn da drauf gekommen oder wie hat sich das ergeben? Und habt ihr gesagt, klar, mach mal easy, oder war es schon so? Ja. Eigentlich ist es ein bisschen von mir aus. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen auf Florians Mist gewachsen. Ja. Nein, seit ich klein bin ich eigentlich auf der Nürnberger Hütte, habe da immer mitgeholfen und war dann die letzten 7-8 Sommer da oben in der Küche tätig. Und irgendwann ist der Wunsch entstanden, da eine eigene Hütte zu führen. Und dann haben wir uns kennengelernt und waren beide mit der Ausbildung fertig. Und dann haben wir gesagt, jetzt oder nie, so ungefähr. Dann war Corona, dann war ein langweiliger Sommer. Es war dann auch so ein bisschen so, oh, irgendwas Aufregendes wäre schon fein. Ja. Und so hat sich das Ganze ergeben. Und dann haben wir eben geschaut, welche Hütten zurzeit so ausgeschrieben sind. Und irgendwie über Ecken sind wir dann auf die Berliner Hütte gekommen. Und jetzt hocken wir schon da im dritten Sommer. Jetzt geht es am Montag los, gell? Genau. Ja. Seid ihr schon aufgeregt? Ja, jetzt wird es dann Zeit. Aufgeregt? Also. Nimmer. Ich glaube, ich war die letzten 2 Sommer aufgeregter. Ja. Aber jetzt langsam, dadurch, dass wir schon so lange da sind, ohne Gäste, wird es jetzt langsam einfach Zeit, dass mal Leute hier hocken. Ich habe mal wieder Lust auf eine volle Hütte und nicht immer nur wir zwei. Und das in der Kuchel rund geht. Und ja, genau. Wie viel Personal habt ihr denn? Also wie viele Leute braucht man denn, um so eine Hütte irgendwie am Laufen zu halten? Die Saison geht von Juni bis September. Juni ist noch ein bisschen weniger los, September wird auch schon wieder weniger. Da sind wir also immer zwischen 7 und 10. Und Juli, August, wo Hauptsaison sozusagen ist, sind wir bis zu 15, teilweise sogar mehr Mitarbeiter. Und das alles aufgeteilt auf die Bereiche Küche, Service und Allround. Also die helfen Vormittag beim Instandhalten der Hütte, Zimmer reinigen und sind dann am Abend entweder im Service oder in der Küche. Sind es dann immer dieselben Personen oder wechseln die von Jahr zu Jahr? Die Saisonkräfte, die wir haben, die 4 Monate bleiben, die wechseln schon jedes Jahr. Dadurch, dass einfach eine begrenzte Anzahl an Menschen 4 Monate mal eben im Jahr frei haben kann oder den Lebensstil hat, dass sie frei haben und hier sein können. Das heißt, das ist normalerweise wechselnd, oder aus unserer Erfahrung jetzt. Aber eben dadurch, dass wir im Juli und August so viel mehr Leute brauchen, brauchen wir auch Menschen, die 6 Wochen, 8 Wochen in dem Dreh sowas bleiben. Und da haben wir jetzt echt Personal, die das 3. Jahr in Folge hochkommen, entweder in den Semesterferien oder in unbezahltem Urlaub. Also wir haben auch Menschen, die sich einfach von ihrem Job Urlaub nehmen, um hier zu arbeiten. Und wir achten schon sehr darauf, dass wir ein Team haben, das zusammenpasst, dass sie neben der Arbeit auch Spaß haben, weil es halt doch unser aller Sommer hier oben auch ist. Und man kann aus der Arbeit halt einfach auch sehr viel Spaß machen. Und das ist uns sehr wichtig, dass wir da als Team auch zusammenhalten und dass wir gern die 4 Monate hier oben sind. Und so ergibt sich das, glaube ich, dass die gern wieder hier hochkommen. Es ist oft spannend zu sehen, wie sie, man kennt sich nur vom Bewerbungsprozess sozusagen und arbeitet dann miteinander. Und wenn dann derjenige wieder geht oder diejenige, dann fließen manchmal auch Tränen. Dann fließen dann manchmal Tränen, ja. Auch also das Team untereinander. Wir verbringen so viel Zeit miteinander. Man arbeitet halt hier und hat seine Freizeit und seine Pause. Und man hockt immer hier oben. Der Weg ins Tal ist zu lang. Man macht mal eine Bergtour vielleicht, aber oft sind die auch zu müde, weil man einfach viel arbeitet. Und es schweißt zusammen. Das ist einfach 24/7 aufeinander. Man macht so viele Situationen zusammen durch und schafft es. Ja. So einen Betrieb schaffst du nur als Team. Das bereitet dir ja keiner vor, genau, vor einem Tag auf anderen 15 Mitarbeiter zu führen. Oder? Genau, das fragt ja keiner bei der Hüttenübergabe. Und habt ihr irgendwie den Mumm, 18 Leute dafür irgendwie zu führen? Und wenn dann Leute wiederkommen, dann kann man nicht alles falsch gemacht haben. Ich glaube auch, das ist ein ganz guter Indikator, dass es doch schön ist irgendwie bei euch. Ja. Was habt ihr gedacht, als ihr das gelesen habt? Ich meine, es ist ja schon echt eine sehr, sehr große Hütte. Und was geht da in einem vor? Also denkt man sich, kriegen wir schon irgendwie hin? Oder denkt man sich, geil, genau die will ich? Ja, weil die erste Aussage war eigentlich, wer nimmt die denn? Also die ist ausgeschrieben, wer tut sich denn die Riesenhütte an? Ja, und dann sind wir immer wieder ins Reden gekommen. Gewachsen. Dann war es eigentlich so, Berliner Hütte jetzt oder nie. Und dann haben wir es probiert. Es war dann irgendwie, so eine Hütte ist halt nicht so oft frei. Die Chance,
auf sowas kriegst du so selten. Und dann haben wir irgendwie von drumherum Zuspruch erfahren und Leute, die gemeint haben, sie trauen uns das zu. Also das haben wir ja, okay, vielleicht probieren wir es ja doch mal, bewerben kann man sich ja mal und dann schauen wir weiter. Es haben im Vordergrund schon viele Gespräche mit anderen Hüttenwitz-Leuten stattgefunden und man hat echt geredet und das abgewägt, macht das Sinn, soll man das wirklich machen? Aber ein bisschen Naivität war auch dabei. Ich glaube, anders geht es auch gar nicht. Ich glaube, das muss. Also. Ja. Ja, dann habt ihr euch quasi die Frage selber beantwortet, wer tut sich so eine Riesen? Ja. Habt ihr es bereut bisher? Nein. Also, der Spaß und alles andere überwiegt so. Dass sicher gibt es Sachen Tag, aber die vergisst man dann wieder, wenn der Gast die Hütte glücklich verlässt und vielleicht dann wiederkommt. Ja. Wie läuft denn so eine Saison irgendwie ab? Gibt es da Phasen, wo ihr sagt, das sind die geilsten Phasen, also in den Schulferien, wenn die ganzen Familien da sind? Oder gibt es dann auch Phasen, wo ihr sagt, oh, das ist echt übel, weil da kommt dann vielleicht, da kommen weniger Leute und dann ist es so langweilig? Oder gibt es da so Auf und Abs? Gibt schon. Also dadurch, dass wir auf dem Berliner Höhenweg liegen, der was zurzeit boomt, also ist so die Hauptsaison Juli, August. Also da ist es egal, welcher Wochentag das ist. Also es geht jeden Tag durch. Und das hat schon auch was. Also genau, ich glaube auch, also es ist schon, es gibt Auf und Abs, aber ich würde es jetzt nicht an den Phasen festmachen. Also ich glaube, dass genau die Mischung so eine Saison ausmacht. Also genau, dass wir jetzt im Juni unter der Woche einfach noch Zeit haben, reinzukommen, uns als Team irgendwie auch zusammenzustellen und übers Wochenende halt schon mal gescheit üben können, wie es ist, wenn es voll ist. Dann ist es halt Juli, August Vollgas, jeden Tag, immer 24/7, was auch total cool ist, weil du halt mal so an deine Grenze kommst. Und im September ist es dann doch wieder fein, wenn es ein bisschen ruhiger ist unter der Woche, weil man irgendwann auch durch ist. Aber das Zusammenspiel, also ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendeine Phase besser ist als die andere. Ich glaube, das ist die einen bedingen so, also die bedingen sich so miteinander, dass es die Saison passt. Es sind ja in jeder Phase ganz andere Arbeitsschritte. Also im Juni, wenn wir die Hütte aufsperren und dann ist wirklich Juli, August, bis dann wirklich alles perfekt läuft. Und im September, Ende September denkt man schon wieder ans Zumachen. Genau, da muss man eh schon wieder kalkulieren, bestellen wir nochmal oder nimmer und machen wir die Karte vielleicht kleiner. Das heißt, man denkt irgendwie auch jeden Monat ein bisschen anders. Also jetzt ist eher so, boah, was müssen wir noch vorbereiten, was muss Personal noch lernen? Dann Juli, August ist Hauptsache. Hauptsache, es läuft. Und September ist dann, wie verläuft das Zusperren? Wann müssen wir zumachen? Wie lange geht's noch? Wie ist das Wetter? Man hat ja schon das Gefühl, es wird immer mehr und es kommen mehr Leute in die Berge. Habt ihr in den letzten 2 Jahren irgendwie einen Trend erkennen können? Wird es mehr, wird es weniger, bleibt es gleich? Ein Trend, was man sicher erkennen kann, ist, dass es immer mehr junge Leute sind, die was am Weg sind. Viele Mädelsgruppen. Wir haben richtig viele Mädelsgruppen und das hat zugenommen jetzt. Also das war letztes Jahr schon mehr als im Jahr davor und ich glaube, dass es heuer auch wieder mehr wird. Das ist, glaube ich, so ein Urlaubstrend geworden. Also Wandern und Bergsteigen ist wieder richtig in bei der Jugend, was auch cool zu sehen ist. Voll. Das sieht man auch, glaube ich, ein bisschen daran, dass sozusagen auch immer mehr dass es immer mehr junge Hüttenwitz-Leute gibt, oder? Ja. Irgendwo schluckt sich das schon nieder. Ich meine, bei euch kann man halt auch einfach echt viel machen, gell? Man Berliner Höhenweg geht durch, aber man kann auch Hochtouren machen, glaube ich. Man hat die Gletscher irgendwie vor der Nase. Direkt. Wie ist es denn? Habt ihr so, könnt ihr einschätzen, wer eure Gäste dann sind? Also sind es mehr Leute, die auf dem Höhenweg unterwegs sind? Sind es Leute, die irgendwie Hochtouren gehen oder vielleicht auch mal nur herkommen und eine Nacht auf der Hütte übernachten wollen, weil sie sagen, so geil, Mini-Urlaub irgendwie? Ich glaube, in Berliner Hütte da, wo wir sind, das ist ein guter Mix. Mhm. Wir haben viele Gäste vom Höhenweg, aber auch für viele, die was es die erste Nacht auf der Hütte ist. Und am Wochenende kommen dann die sozusagen Alpinisten und Bergsteiger dazu, die was die Hochtour machen. Und man erkennt die Gäste schon, wohin sie gehen, was sie machen. Das kann man klar sagen. Ja. Und eben in der Ferienzeit einfach mehr Familien, die vielleicht auch einfach im Zillertal Urlaub machen und sagen, eine Nacht hier oben, nochmal irgendwie einen Bergurlaub. Und jetzt in der Nebensaison fängt es halt an mit dem Höhenweg. Die ohne Kinder, die noch sich nicht an den Ferien orientieren müssen,
machen dann eher jetzt Anfang Juli noch Urlaub oder im September dann. Aber da haben wir echt einen bunten Mix. Das ist ja ganz spannend oft bei so jungen Familien. Also haben wir dann die letzten zwei Jahre gehabt, die so drei, vier Nächte da sind und sich einfach in der Hütte, um die Hütte aufhalten, kleine Touren machen. Ihren Kindern die Berge irgendwie näher bringen. Cool. Ist auch echt schön, ja. Voll. Erkennt man die Leute mittlerweile schon? Also wisst ihr, wenn da jemand zur Tür reingeht und sagt, ja, das sind Leute, die auf Hochtour gehen, das sind Wanderer, das sind... Ich würde sagen, anhand vom Rucksack erkennt man es. Den meisten sieht man es schon an. Ob jetzt ein Seil mit ist oder kein Seil. Mhm. Oder? Auch anhand von wie fertig sie sind. Ja. Also weil der Aufstieg hoch halt doch weniger anstrengend ist als von der Nachbarhütte rüber. Und dann erkennt man schon, wo die Leute her sind. Haben die Leute dann irgendwie auch unterschiedliche Ansprüche an euch? Irgendwie brauchen sie sagen, boah, wir brauchen jetzt Tonnen zu essen oder wir brauchen, weiß ich nicht, 8 halbe oder keine Ahnung. Ja, ich finde schon, dass man es merkt. Vielleicht jetzt nicht in Bezug auf Essen oder Trinken, aber zum Beispiel unsere zwei Nachbarhütten haben eben keine Dusche oder nur eine kalte Dusche. Da merkt man dann, die sind einfach um einiges dankbarer, wenn sie bei uns eine Dusche und dann auch noch eine warme kriegen. Das ist dann so ein, oh wow, ihr habt warmes Wasser. Und das ist natürlich bei Menschen, die vielleicht zum ersten Mal auf einer Hütte sind, die sich dem ganzen Ausmaß, wie kommen wir an Wasser und an warmes Wasser, gar nicht bewusst sind, wird es eher als selbstverständlich genommen. Und da ist dann eher der Anspruch da, so wie wir müssen fürs warme Wasser zahlen. Das ist dann einfach viel Aufklärung, die wir noch betreiben, gehört genauso dazu. Und die Höhenwegsgeher oder die auf dem Gletscher davor waren, die haben auch mehr Hunger. Das stimmt schon. Da gibt es dann schon mal eher einen Nachschlag. Auch im letzten Jahr, es wird immer trockener irgendwie, Wasser ist ein riesiges Thema. Bei euch scheint es einigermaßen zu gehen oder ist es für euch auch ein großes Thema? Ja, wir haben Gott sei Dank das Privileg, dass wir da riesen Einzugsgebiete haben. Das heißt, wenn es Niederschlag ist, dann bleibt es auch relativ lang da. Und wir haben ein eigenes Wasserkraftwerk und das läuft relativ stabil. Mhm. Und Trinkwasserversorgung läuft bei uns auch stabil. Und was wir davor kurz angesprochen haben, zum Beispiel die zwei Nachbarhütten, die haben schon eher Probleme mit Wasser. Also, ja. Das versickert da viel schneller und dem, dann mit dem Problem zu kämpfen. Aber das ist bei uns Gott sei Dank nicht. Was man schon merkt, ist, dass die Sommer immer heißer werden, wie es jetzt auch noch ist. Also letztes Jahr um die Zeit war das Gras bis rauf schon saftig grün und jetzt ist es noch bräunlich. Also das merkt man schon, dass es auch trockener wird. Ja. Und die da wo der Gletscherrückgang sichtbar ist, merkt man auch, wie sich die Natur das alles wieder zurückholt. Oder? Es gibt so Felsen, was letztes Jahr noch blank waren und heuer sieht man schon, dass was drauf wächst. Oder? Ich meine, wenn man da rüber schaut, ja, da sind hier die Gletscher, die nicht mehr da sind unten, zumindest oben ist noch ein bisschen was. Aber könnt ihr da einen, also auch tatsächlich Folgen erkennen und ja, sehen? Ja, kann man. Das finde ich fast am erschreckendsten, dass wir jetzt erst das dritte Jahr da sind und schon einen Unterschied sehen. Also wir haben von der ersten zur zweiten Saison schon gesehen, wie der Gletscher zurückgegangen ist und jetzt halt nochmal. Vor allem, dass einfach der Schnee auf dem Gletscher schneller schmilzt. Also jetzt war es die letzten zwei Wochen so warm, dass man einfach überall schon das Eis sieht. Das wäre natürlich feiner, wenn das noch 3 Wochen bedeckt bleibt. Also jeden Tag, der da mehr Schnee drauf liegt, ist feiner für den Gletscher. Und das ist schon erschreckend, dass wir das schon sehen und wir sind erst so kurz da. Und dann haben wir teilweise Gäste, die sagen, die sind vor 60 Jahren das letzte Mal hier gewesen und hätten das fast nicht wiedererkannt, weil in 60 Jahren sich einfach so viel mit dem Gletscher getan hat. Das ist schon heftig. Das Problem ist einfach, dass sie viel zu schnell schneefrei werden. Also letztes Jahr, ob Ende Juni war, kein Schnee mehr auf die Gletscher, dann liegen sie blank und der Regen und die Sonne, Mittagssonne, was runterheizt, teilweise haben wir auf der Terrasse selber 30 Grad. Krass. Ja, das ist echt heftig. Kannst du dir vorstellen. Und das auf 2000 Meter und setzt die Gletscher natürlich zu. Ja, hoffen wir, dass wir sie noch Zeit haben. Das ist schon schön. Ja. Ich mag den Trend von mir. Schmeckt's da? Das ist so lecker, ich meine, schau es dir an. Ihr baut ja auch gerade die Küche um, gell? Genau. Was macht ihr da und warum macht ihr das? Also die Küche ist in die Jahre gekommen und jetzt hat man sie einmal grundsaniert mit
neuen Boden und alles Niro Arbeitsflächen. Und jetzt haben wir die passende Stromkapazität, also die richtigen Kabel liegen. Die Wasserinstallationen sind neu gemacht worden. Das heißt, wenn sie jetzt dann fertig ist, dann ist das einfach eine feine Sache zum Arbeiten. Und das ist einfach an der Zeit gewesen. Hier wurde einfach auch viel über die letzten hunderte von Jahren angebaut und ein Stromkabel irgendwo durchgezogen oder eine Wasserleitung irgendwo gezogen, wo man einen gebraucht hat. Und es gab einfach keinen Plan. Also es wurde halt nicht dokumentiert. Dementsprechend, um nochmal auf diese Übernahme von der Hütte zu sprechen zu kommen, schwer ist es halt auch eine Hütte zu übernehmen, wenn man einfach keine Pläne hat, wo so ein Wasserrohr liegt. Das wissen auch wirklich nur vereinzelt. Also wir haben das große Glück, dass wir einen Installateur und einen Elektriker haben, die einfach seit Jahren, also wirklich schon weit vor unserer Zeit hier oben waren und einfach sehr viel Ahnung haben und das Wissen uns dann weitergeben können. Und das war jetzt einfach an der Zeit, dass mal Wasserleitungen gezogen werden, wo man weiß, wo sie langlaufen. Weil das ja auch im Winter dann ein Thema ist. Wir müssen ja die Hütte auslassen, das Wasser. Und wenn das eben in den Rohren friert, wenn wir ein Rohr vergessen auszulassen, dann gibt es halt direkt einen Wasserrohrbruch. Das hatten wir letztes Jahr. Das war dann auch so ein bisschen der Startschuss für diesen Umbau. Und das kann man jetzt halt ein bisschen besser umgehen, weil wir wissen, wo die Rohre sind, wo überall die Wasserhähne sind. Das ist eine Schwierigkeit ein bisschen genommen. Das ist schon immer interessant zu sehen, wenn man eine Hütte pachtet und man sieht eigentlich nur am Anfang die Hütte, aber wie viel da außen rumgehört, also wie viele Leute da beteiligt sind, sei es Handwerker, sei es Grundbesitzer, Bauern, Almen und Jäger und alles. Es sind so viele Interessensgruppen, dass der ganze Betrieb so läuft, wie er läuft. Und die alle kennenzulernen und man ist auf jeden angewiesen. Da ist so viel Wissen, wenn man das zusammenträgt, das ist unfassbar. Man verbringt ja doch seine ganze Zeit hier oben, also Arbeitszeit, Freizeit und alles drumherum. Aber was macht ihr denn, wenn ihr nicht gerade damit beschäftigt seid, eure Gäste irgendwie zu bewirten? Also in die 4 Monate dreht sich eigentlich schon der Großteil um die Hütte, um die Gäste. Das ist ja gut so. Ja, so richtig viel Freizeit. Deswegen sind wir da. Haben wir ja nicht. Aber wir haben es geschafft mittlerweile, dass wir uns so 1-2 Stunden am Tag nehmen. Entweder spazieren wir selber irgendwo hin, kurz, oder einfach hinter die Hütte sitzen, einen Kaffee trinken. So ein Kaffee geht sich oft aus, im Mittagsschlaf. Es gibt schlechtere Panoramen, an denen man Kaffee trinken kann. Nein, es muss oft gar nicht weit entfernt von der Hütte sein, einfach da drüben neben dem Bach und einfach kurz hinhocken und dann sind die Akkus eigentlich wieder geladen und man kann am Abend die 140 Gäste bedienen. Ja, Touren rundherum habt ihr wahrscheinlich eh schon alle abgegrast, oder? Wir haben uns jetzt vorgenommen, wir schaffen jedes Jahr eine. Dafür ist fast nicht genug Zeit. Also wir haben letztes Jahr einen Gipfel gemacht. Das hatten wir uns auch so vorgenommen, damit wir auch den Gästen ein bisschen mehr erzählen können zu dem Weg, wenn wir ihn einfach selber gemacht haben. Das Ding ist aber, dass wir das ja im laufenden Betrieb dann machen müssen. Und wenn wir zusammen weg sind und lang weg sind, dann ist das einfach viel Verantwortung, die man da ans Personal übergibt. Und das haben wir letztes Jahr einmal geschafft als Sonnenaufgangstour. Und dann kommt man zurück und dann startet hier eigentlich erst der Tag. Viel öfter als einmal ist das gar nicht drin. Weil so viel Energie ist dann doch nicht über. Wo wart ihr denn? Auf dem Schönbichler Horn, da hinten. Das ist der Übergang zum Furtschagelhaus, zur Nachbarhütte. Und der wird einfach jeden Tag so viel begangen, dass es schön ist, wenn man den Gästen auch ein persönliches Feedback geben kann zum Weg. Nein, wir schauen so jetzt Jahr für Jahr, dass wir die Region besser kennenlernen. Und sonst ist man immer in Austausch mit Bergführern, genau. Die was einem da gerne weiterhelfen und beraten. Die Saison geht noch bis September. Was macht ihr dann? Was macht ihr im Winter, wenn ihr nicht auf der Hütte seid? Ja, nach der Saison machen wir mal kurz Pause. Die letzten 2 Jahre musste ich für meine Ausbildung noch arbeiten. Das heißt, bei mir ging es dann direkt weiter. Und Florian hat dann nebenher als Koch ein bisschen gearbeitet. Und heuer ist der erste Sommer, wo ich nicht mehr fix arbeiten muss. Ich glaube, dann wird es einfach erstmal eine bisschen längere Pause. Heuer war ja mal eine größere Reise geplant. Genau. Und ich bin weiterhin
dann als Koch auch tätig. Ja. Wo bist du denn da? Also in meinem Heimatort in Neustift. Mhm. Und das Ding ist, bis man hier alles fertig hat und die Nachbereitung ist doch schon November. Und dann fangen wir im März mit der Personalsuche an oder schon früher. Das heißt so richtig, dass man mal irgendwie nur zu Hause sitzt und nicht fest Dinge für die Hütte erledigt, sind vielleicht 3 Monate oder 4 Maximum. Mhm. So viel ist das dann im Endeffekt gar nicht, was man im Tal frei hat. Weil E-Mails werden auch im Winter genug geschrieben. Ja. Das heißt, nach der Hütte ist eigentlich schon wieder vor der Hütte. Ja. Das heißt, für alle, die sich bewerben wollen, März ist der Zeit. Jetzt haben wir es gerade gehört. Ja, genau. Ja, dann vielen Dank für das nette Gespräch und für die vielen tollen Infos. Sehr gerne. Ich finde es echt richtig, richtig schön bei euch. Schade, dass wir nur eine Nacht bleiben. Ich könnte mir vorstellen, länger zu bleiben. Immer gerne wieder. Ihr seid sehr willkommen. Danke. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal einen richtig guten Saisonstart. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Zum Wohl. Prost. Tschüss.